steht hier ein Haufen Zeug rum. Da ist sie. Sie geht ganz schön großzügig mit dem Imbiss um. Ed, ich hab doch gerade gesagt, du sollst das Tor zumachen. Was? Die Bullen. Wo? Zwei hinterm Haus. Schnell, in den Wagen. Oh! Mann, hingefallen. Auch hingefallen. Schnell, Ali, dreh den Hahn auf. Wir spritzen sie mit dem Schlauch ab. Los, mach das Tor auf. Na, macht schon. Die nehme ich wieder an mich. Dankeschön. Da haben wir einen schönen Fang gemacht. Ed und Dennis, ihr seid verhaftet. Ab aufs Revier. Kommt, aufstehen. Ständig die Zentrale wegen der Kinder. Komm, gehen wir. Komm, los. Gehen wir. Lasst mir euch ein paar Jährchen einbringen. Da könnt ihr sicher sein. Na, wie kommt ihr denn hierher? Jetzt werden wir erstmal eure Mami suchen. Los, rein da. Okay, Ali. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir abhauen. Ja, das glaube ich auch. Ja. Hey! Ihr zwei da! Kann ich irgendwie helfen? Ihr seid eindeutig identifiziert worden von beiden Ladenbesitzern und wenig später finden wir euch mit Diebesgut. Aber die Männer, die Sie verhaftet haben, sagen, Sie haben die beiden nie zuvor gesehen. Mr. Patanjali, eine Aussage, die man von Danny oder von seiner Familie oder von irgendwelchen Freunden erhält, ist nicht das Schwarze unter den Fingernägeln wert. Aber wir haben wirklich nichts mit den Diebstählen zu tun. Und wie erklärt ihr euch, dass beide Zeugen behaupten, dass sie euch kurz vor dem Diebstahl in beiden Läden gesehen haben? Es war das kleine Mädchen, das wir gesucht haben. Deswegen waren wir da drin. Ja, ich habe die Videothek übernommen und er den anderen Laden. Wir wollten wissen, ob sie jemand gesehen hat. Sie müssten wissen, dass sie die Mutter des Mädchens gesucht haben. Ali hat doch hier angerufen. Und das dreimal. Das Mädchen war in der Garage mit dem Diebesgut. Wie erklärt ihr euch das? Wollen Sie etwa behaupten, dass die Kleine ebenfalls ein Mitglied der Bande ist? Ich sehe das so. Wenn deine Eltern wieder da sind, werden wir feststellen, dass das arme kleine Mädchen deine Schwester ist und nie verloren gegangen ist und all der ganze Quatsch. Ihr habt sie mitgenommen, um die Leute abzulenken, während eure Freunde die Geschäfte ausgeräumt haben. Sie waren rein zufällig dort. Das wäre ja schön. Aber Sie werden verstehen, dass ich von den mir vorliegenden Beweisen ausgehen muss. Und die sagen etwas völlig anderes. Also los. Was habt ihr mir zu sagen? Geht die Uhr da richtig? Ja? Bist du sicher? Wirklich alles? Könnt ihr jemanden hinschicken, der sich davon überzeugen kann? Gut. Offensichtlich gab es ein Missverständnis. Der Videoverkäufer sagt, es wäre alles da und es war bloß ein Versehen. Es gibt schon merkwürdige Leute. Ich kann doch nicht sagen, ich wurde bestohlen und kurz darauf feststellen, dass überhaupt nichts fehlt. Aber vielleicht war es ja wirklich verschwunden. Wieso sollte ein Dieb ein Geschäft ausräumen und eine Stunde später alles wieder sorgfältig in die Regale stellen? Wie auch immer, ich muss wieder ins Büro. Macht's gut. Wahnsinn, wie schnell man mit so einer Geschichte auflaufen kann. Und wenn man die Wahrheit sagen dürfte, würde sich alles aufklären. Hallo! Oh, hallo! Ich hatte gar keine Gelegenheit, mich richtig zu bedanken auf dem Polizeirevier. Wie soll ich das bloß gut machen? War doch selbstverständlich. Um ehrlich zu sein, wir haben es gar nicht gemerkt, dass sie weg war, bis die Polizei angerufen hat. Ich dachte, sie wäre bei ihrem Opa und er dachte, sie wäre bei mir. Aber das warst du nicht, stimmt's? Meine Ausreißerin. Danke, dass ihr so gut auf sie aufgepasst habt. Hoffentlich hat sie euch nicht zu viel Ärger gemacht. Oh, nein, überhaupt nicht. Kleinkinder machen Möbelwagenbande einen Strich durch die Rechnung. Wow, da stehen wir auch drin. Ja. Aufregend war's schon, findest du nicht? Ja. Ach, komm schon. Als dann alles wieder aufgetaucht ist, waren wir doch aus dem Schneider. Naja. Immerhin ist den Kindern nichts passiert. Und die Mütter haben überhaupt nicht gemerkt, dass sie weg waren. Richtig.
Na los, hau ab! Hau ab! Los, geh und such deine Mutter! Los jetzt! Schnell! Emily, komm her. Ha ha ha.